Gestatten, Zinzendorf. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Ich gehöre einer stolzen Adelsfamilie aus Österreich an. Geboren bin ich jedoch im Jahre 1700 in Dresden. Mich bedrückt, dass viele Menschen in unserer christlichen Gesellschaft so fern von Gott sind. Sie nehmen sich die Botschaft von Jesus Christus nicht zu Herzen. Jan Hus setzte sich in Böhmen schon um 1400 für eine glaubwürdige Kirche ein. Er zahlte mit seinem Leben. Auch seine Anhänger, die sich zur Brüderunität zusammenschlossen, wurden verfolgt. Viele flohen aus Böhmen und Mähren, unter ihnen der berühmte Pädagoge Johann Amos Comenius. In vielen Teilen Europas werden die Anhänger des Evangeliums selbst heute noch durch andere Christen verfolgt. In der Oberlausitz im Kurfürstentum Sachsen habe ich ab 1722 verfolgte Evangelische aus Böhmen und Mähren aufgenommen. Immer mehr Menschen, die eine christliche Gemeinschaft suchen, kommen hierher, nach Herrnhut. Wir leben hier als Brüder und Schwestern zusammen. Unsere Gemeinschaft trägt den Namen Herrnhuter Brüdergemeine. In anderen Sprachen heißt sie Mährische Brüder oder Mährische Kirche, weil die ersten Brüder von dort kamen. Einer unserer Treffpunkte ist der Kirchensaal. Hier finden unsere Gottesdienste und Versammlungen statt. Einen Altar gibt es nicht, aber eine Orgel. Das gemeinsame Singen von Kirchenliedern ist für uns sehr wichtig. Über 2000 Kirchenlieder habe ich selbst gedichtet. Die unverheirateten Brüder und Schwestern sowie die Witwen leben nach Geschlechtern getrennt in jeweils eigenen Gemeinschaftshäusern. Innerhalb dieser Häuser leben, beten und arbeiten sie gemeinsam. Unser Leben richtet sich nach dem Wort Gottes. Die täglichen Losungen, also Verse aus der Bibel, verbinden uns weltweit. Sie geben uns jeden Tag neue Kraft. Die Losungen werden für jedes Jahr neu gezogen. Die Bildung und Erziehung junger Menschen liegt uns besonders am Herzen. Unsere Internatsschulen sind begehrt, auch bei Eltern, die nicht der Brüdergemeine angehören. Im Laufe der Jahrzehnte schlossen sich erweckte Christen aus vielen Teilen Deutschlands und Europas unserer Bewegung an. Daher gründeten wir weitere Siedlungen nach dem Vorbild Herrnhuts. Unsere Siedlungen haben meist einen geometrischen Grundriss. In der Mitte befindet sich ein rechteckiger, als Garten gestalteter Platz. Um ihn herum stehen der Kirchensaal, das Brüderhaus, das Schwesternhaus, private Wohnhäuser mit Werkstätten und Geschäften sowie andere Gemeinschaftsbauten wie zum Beispiel Schulen. Die Brüder arbeiten meist als Handwerker und Händler. Manche haben große Unternehmen gegründet, etwa das Handelshaus Abraham, Dürninger und Co. Die Schwestern arbeiten meist in der Hauswirtschaft. Unweit der Häuser liegt der Gottesacker. Hier werden unsere verstorbenen Schwestern und Brüder bestattet. Die Gräber sehen alle gleich aus, wie Beete oder Betten. Denn vor Gott sind wir alle gleich und hoffen auf die Auferstehung. Wir wollen von unserem Glauben erzählen und den Menschen sagen, Gott ist durch Jesus Christus auf die Erde gekommen. Seine Liebe ist für alle da. Vertraut ihm. Dazu gehen unsere Brüder und Schwestern in die Mission. Wir haben weltweit Missionsstationen gegründet. In der Karibik, in Nordamerika, in Südafrika und sogar auf Grönland. Wir achten die Sprachen und Kulturen anderer Völker. Jeder soll Gott in seiner eigenen Sprache anreden und selbst in der Bibel lesen können. Durch die Mission ist eine weltweite Kirche entstanden. 300 Jahre nach ihrer Gründung leben die meisten Mitglieder in Tansania in Ostafrika und in Surinam in Südamerika. In Europa sind wir Herrnhuter eine kleine Gemeinschaft geblieben. Dafür sind einige Dinge aus der Brüderunität weltweit bekannt geworden, etwa die Herrnhuter Losungen. Gottes Wort für jeden Tag erscheint in über 60 Sprachen. Christen in der ganzen Welt nutzen die Losungen für ihre tägliche Andacht. Und in der französischsprachigen Schweiz haben wir eine wichtige Aufgabe.
Die Herausgabe der französischen Ausgabe der Losungen Parole et Texte, die von einem Kreis von Christen aus verschiedenen Konfessionen erstellt wird. Oder der Herrnhuter Stern. Der beleuchtete Advents- und Weihnachtsstern wurde in einer unserer Internatsschulen erfunden. Er verweist auf Jesus Christus, den hellen Morgenstern. Heute scheint dieser Weihnachtsbote mit seinen 25 Zacken auch in vielen Häusern in der Schweiz. Die Herrnhuter stehen für eine ökumenische Offenheit, die Konfessionen verbindet und Grenzen überschreitet. Mein Vermächtnis lebt fort, wenn es uns gelingt, Christsein im Alltag gemeinsam zu leben.